Chef on Air. Auch heute wieder mit ganz interessanten Gästen. Barbara Dabrowska und Dr. Steffen Behler, Geschäftsführer und Inhaber von WeCare aus Wiesbaden. Und erstmal hallo ihr beiden. Sagt mal, wie findet ihr es? Herzlich willkommen bei uns in den Skyline Studios. Ja, ist sehr schön, gefällt mir. Ja, ne? Wir können uns sehen lassen, oder? Ja, unbedingt. Ja, unbedingt, oder? Aussicht ist nicht die schlechteste, ne? Ja. Nee. Kaffee passt auch. Kaffee, ich weiß gar nicht, ich habe noch nie bei uns, bei dieser Kaffeemaschine, einen Kaffee getrunken. Kann man das machen? Ja, schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut? Ja? Okay. Ja. So, Barbara, dann erklär mal ganz kurz, was seid ihr für ein Unternehmen? Also, unser Unternehmen vermietet Betreuungskräfte aus Osteuropa für sogenannte 24-Stunden-Betreuung im Rhein-Main-Gebiet. Von R heute an diesem wundervollen Freitag. Barbara Dabrowska und Dr. Steffen Behler, Sie sind die Geschäftsführer und Inhaber von WeCare. Und Barbara, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz ein bisschen erklären, was WeCare eigentlich genau ist, was ihr vermittelt. Also unser Unternehmen vermietet Betreuungskräfte aus Osteuropa für sogenannte 24-Stunden-Betreuung. Mhm. Unser Ziel ist, bedürftige Menschen mit Hilfe unserer 24-Stunden-Pflege ein wundervolles Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen und pflegende Angehörige gleichzeitig zu entlassen. Dabei ist unsere Aufgabe als Pflegevermittlung die Umfangberatung und unser Kunden zu 24-Stunden-Pflege. Okay, und vielleicht, Steffen, kannst du uns mal erzählen, was versteht man eigentlich unter so einer 24-Stunden-Betreuung? Der Hörer, der das jetzt noch nie gehört hat, was ist das genau eigentlich? Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Und zwar wird das oft falsch verstanden. Es gibt zwei Arten. Das eine ist die 24-Stunden-Betreuung, wie wir sie anbieten. Mhm. Das andere ist der klassische Pflegedienst. Mhm. Oft schließt das eine das andere nicht aus. Also Pflegedienst heißt, es kommt jemand dreimal täglich zu dir nach Hause oder zu den Familien nach Hause. Mhm. Wenn es irgendwann schlimmer wird oder gerade demenzkranke Menschen oder mit einer größeren Betreuung brauchen, 24 Stunden, kommen unsere Pflegekräfte ins Spiel. Das heißt, die Pflegekräfte wohnen auch bei den Menschen und sind eigentlich 24 Stunden auch vor Ort und geben das Gefühl der Sicherheit. Das ist wirklich auch ein schönes Konzept und das ist ja dann schon auch die Voraussetzung im Endeffekt, dass, wenn du sagst, die Pflegekräfte wohnen da, also da muss natürlich auch die Gegebenheiten vor Ort stimmen oder dass ein Zimmer zum Beispiel da ist für die Kollegen, ja? Absolut, ja. Mhm. Muss ein Zimmer vor Ort da sein. Mhm. Häufig ist es so, dass es eine kleine Einliegerwohnung gibt, andere haben auch ein Zimmer noch frei. Unsere Kräfte kochen dann auch zusammen mit den betreuenden Personen und bauen eigentlich ein schönes Verhältnis zusammen auf. Und es ist einfach ein schönes, würdevolles Leben zu Hause, was man noch machen kann und man ist nicht irgendwie abgeschoben. Ja, ja. Und welche Dienstleistungen bietet euer Unternehmen genau? Wir vermitteln Pflegekräfte aus Osteuropa, das heißt aus Polen, Ukraine, teilweise auch aus Lettland, Estland, Südosteuropa auch. Und wir kümmern uns darum, dass das gut läuft. Ja? Weil im Prinzip die Pflegekräfte reisen nach Deutschland, kommen dann zu ihren Familien. Sie bleiben natürlich immer nur 2-3 Monate, dann wird gewechselt. Das drei Monate und dann kommt eine andere Betreuungskraft und oft die Menschen gewöhnen sich an Betreuungskräfte, haben immer gerne die gleichen Betreuungskräfte da. Also wenn das gut harmoniert, da arbeiten wir wirklich Menschen zusammen und wenn man sie wirklich mag, das ist schon ein großer Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil, dass es gut funktioniert. Klar. Welche Region deckt ihr denn eigentlich ab? Also wir haben einen starken Fokus auf Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Wir sind mit 2 Kolleginnen hier in Frankfurt unterwegs, eine in Wiesbaden. Wir haben 2 Kolleginnen im Rheingau, die dort vermitteln, die Pflegekräfte, aber auch im Rottgau und in Bad Nauheim. Also Rhein-Main-Gebiet decken wir sehr stark ab. Mhm. Wir haben zwar auch eine Kollegin in Hamburg und in Berlin, aber Fokus ist schon Rhein-Main-Gebiet. Chef on Air. Heute mit Dr. Steffen Behler und auch Barbara Dabrowska von WeCare. Geschäftsführer und Inhaber sind das beide. Und vielleicht, Barbara, kannst du uns nochmal erzählen, wann wurdet ihr eigentlich gegründet und wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie kann man sich das vorstellen? Also, WeCare würde eigentlich als Seniorenbetreuung Dabrowska, das kommt von meinem Nachnamen, gegründet, Ende 2009. Und dann 2020 würde von der WeCare übernommen. Ja. Also wir haben so eine GmbH gegründet. Und bis heute haben wir eigentlich mit ganz großem Erfolg über 1000 Pflegekräfte für sogenannte 24 Stunden
Pflegekräfte vermittelt. Mhm. Wir sind sehr stark im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, mhm. weil wir können unsere Kunden hier vor Ort persönlich beraten ja. und bei Problemen mhm. oder auch für erste Beratung einfach Augen zu Augen, Gesicht Klar. zu Gesicht Immer gut. beraten. Aber mhm. wir sind auch im bundesweit heutzutage unterwegs, weil wir mhm. haben jetzt vor kurzem auch in Hamburg eine Mitarbeiter, die das auch macht ah, ja. und die Leute da vor Ort beraten kann. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Also wir haben zurzeit 8 Mitarbeiter, mhm. die sind hier in Wiesbaden im Büro tätig mhm. und wir suchen die ganze Zeit Verstärkung von Leuten, mhm. die können zum Beispiel selbstständig unsere Kunden, unsere Familie, die haben Bedarf, telefonisch oder nach Termin beraten. Mhm. Wie kann man sich's vorstellen, wer sind eure Kunden und wie können die Kunden euch erreichen? Wie bekommt man den Zugang zu euch auch? Dann, Steffen. Okay. Also unsere Kunden sind meistens Familien. In der Regel sind das Menschen zwischen 30 und 50, deren mhm. Eltern pflegebedürftig werden, mhm. die vielleicht nicht hier im Rhein-Main-Gebiet wohnen. Die sagen, Mensch, ich brauche einen Partner vor Ort, der sich ja. auch drum kümmert. Das machen wir dann. Ja, Zugang sind immer verschiedene Themen. Wie kriegen wir Zugang zu den Menschen? Oft über Empfehlung, Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Es gibt zwar einige, die diese Dienstleistungen anbieten, aber wir kümmern uns auch, wenn es mal nicht läuft, gut ja. um die Kunden. Mhm. Und das spricht sich dann immer rum. Ja? Man kann sich darauf verlassen. Spricht ja dann auch für euch im Endeffekt. Spricht eigentlich auch für uns. Ja. Ja? Und da achten wir auch sehr drauf. Das war ich, als ich Barbara kennenlernte. Wir haben das zusammen mhm. gegründet. Ein mhm. Thema, sage ich, Mensch, Barbara, was machst du eigentlich besser als alle anderen? Mhm. Und sie sagte ganz lapidar, naja, ich kümmere mich drum, auch mhm. wenn es mal nicht läuft. Und dachte, mhm. das finde ich ein gutes Thema. So mhm. kam auch das Thema Weak her. Wir kümmern mhm. uns. Ja, ja, ja sehr ja. cool. Sehr, ja. sehr cool. Wie sieht der Ablauf aus? Also wenn sich ein Kunde für eine Pflegekraft von euch entschieden hat, gibt es ja wahrscheinlich dann auch eine gewisse Prozedur oder einen Vorgang, den man irgendwo einhalten muss, wenn jetzt der Hörer sagt, okay, alles schön und gut, aber wie sieht das aus? Wie bekomme ich eine Pflegekraft von euch? Wie läuft's ab? Also eigentlich die erste Kontaktaufnahme läuft über Internet oder einen Anruf. Mhm. Dann beraten wir den Kunden am Telefon. Und zum Beispiel, wenn der Kunde ist von Rhein-Main-Gebiet, mhm. dann vereinbaren wir einen Termin für weiter eine intensive Beratung. Und wir haben so einen Pflegebogen zum Ausfüllen. Mhm. Dort kann unser Kunde eintragen, zum Beispiel, was die Betreuungskraft bei ihm so machen soll mhm. und was er erwartet von der Betreuungskraft. Mhm. Und dann versuchen wir einfach 3 oder 4 Profile zu senden, die mhm. entsprechen auch der Bedarf von unserer Kunden. Mhm. Und wir begleiten zum Beispiel den ganzen Ablauf, die Anreise, der mhm. Vertrag zusammen mit Betreuungskraft zu unserer Kunden. Und wenn die Betreuungskraft anreist, versuchen wir zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet einfach da zu sein mhm. und einen Tagesplan mhm. zu machen, dass die Betreuungskraft, die aus Osteuropa kommt, einfach kann sich ganz schnell und gut bei der Familie irgendwie zurechtfinden, dass ja. sie weiß, was zu tun ist. Mhm. Und dann fängt das alles der Betreuung an mhm. und wir sind nicht nur Vermittler, sondern wir sind die ganze Zeit mit Familie in Kontakt ja. und mit unserer Betreuungskraft, die zum Beispiel kommt aus Litauen oder aus der Ukraine oder aus Polen, sind unsere Mitarbeiter, die sprechen diese Muttersprache auch Verstehe. In Kontakt, ja. damit einfach alle Angehörige begleitet sind und das einen guten Start findet. Chef on Air. Sound der Weltstadt Radio Frankfurt heute mit einem ganz wichtigen Thema und vielleicht natürlich auch mit einem Thema, was in Zukunft immer, immer wichtiger wird, und zwar die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen hier in der Form von einer sogenannten 24-Stunden-Betreuung. Und dahingehend bei uns zu Gast heute von WeCare. Barbara Dabrowska und Dr. Steffen Behler sind nämlich die Geschäftsführer und Inhaber. Und es gibt natürlich immer wieder viele Fragen bei diesem Thema. Aber was würdet ihr sagen, sind die häufigsten gestellten Fragen eurer Kunden? Also die häufigste gestellte Frage bei unseren Kunden sind eigentlich,
was kostet so eine 24-Stunden-Betreuung? Mhm. Und wir sind die Deutschkenntnisse. Mhm. Wie lange bleibt eine Betreuungskraft? Und was passiert, wenn zum Beispiel eine Betreuungskraft krank wird? Ja. Ja. Und was passiert, wenn meine Mutter oder mein Vater nicht zurechtkommt mit der Betreuungskraft? Oder wie viel ist das überhaupt, so eine Kündigungsfrist? Ja, das sind die häufigste gestellte Frage, die wir so in den Tag bekommen. Und können wir da vielleicht auch ein paar von beantworten? Wenn jetzt jemand sagt, wie viel kostet das? Oder wie ist das vielleicht auch, wenn da jemand krank wird? Also wenn jemand krank ist, dann, wie vorhin schon gesagt, wir sind seit 2009 schon in dieser Branche tätig. Und mittlerweile, wir sind so gut vernetzt, dass wir haben auch Betreuungskräfte, die wohnen hier vor Ort im Rhein-Main-Gebiet. Super. Und wenn eine Betreuungskraft krank ist, wird sie von uns kontaktiert und wir machen sofortigen Ersatz. Also wir hatten schon in diese 12 Jahre oder 15 Jahre unserer Arbeit verschiedene Fälle und wir hatten immer unsere Patienten so versorgt, dass sofort jemand vor Ort da war. Mhm. Bei der Kündigungsfrist ist auch so, dass wir sind sehr flexibel. Also wir sagen immer, die Betreuungskraft kann eigentlich nicht sofort abreisen. Mhm. Innerhalb 7 oder 14 Tage sind die normale Kündigungsfrist. Ja. Aber wir sagen immer, unsere Betreuungskraft, wenn eine Familie möchte kündigen, braucht nicht bei diesen Patienten bleiben, wo die brauchen die nicht, sondern wir haben sehr viele Nachfragen und kümmern uns, dass die Betreuungskraft zum Beispiel sofort anreist zu einem Patienten, der gerade sie braucht. Ja? Okay. Deswegen eigentlich, wir haben gar keine Kündigungsfrist. Ja. Wir sind sehr flexibel. Mhm. Wir möchten, dass die Familie und die Betreuungskräfte einfach gut mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Mhm. Und was sind so die üblichen Probleme und wie löst man die dann auch genau? Ich glaube, eins der wichtigsten Themen und Probleme ist das Thema, es arbeiten Menschen zusammen und es wohnen auch Menschen zusammen. Klar. Und das geht eigentlich jedem so. Den einen mag man gerne, den anderen mag man weniger gerne. Ganz normal. Und wenn das menschlich passt, ist es fein. Wenn es mal nicht passt, muss man eben auch schauen, dass jemand anderes abgelöst wird, wir eine andere Lösung finden, dass wir auch etwas Individuelles haben. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Und das Zweite ist natürlich auch die Verständigung. Ja? Also unsere Kolleginnen und Kollegen kommen aus Osteuropa, sind also nicht ganz perfekt im Deutsch. Was aber manchmal gar nicht so das schwierige Thema ist. Also okay. Einen Fall, sogar im Freundeskreis, haben wir eine Betreuungskraft vermittelt. Und ich sagte, schaut euch die doch mal an. Aktuell gibt es gerade in der Sommerzeit wenige Pflegekräfte auf dem Markt, aber die ist sehr liebevoll und sagte, ja, mein Vater war Apotheker und möchte sich ein bisschen unterhalten. Mhm. Aber die Pflegekraft kam, sprach wenig Deutsch, aber sie war so liebevoll, sie hat dann die Hand auf seine Hand gelegt und es war irgendeine Verbindung da. Schön. Und seit der Zeit wollen sie eigentlich keine andere Pflegekraft mehr. deshalb, also wie gesagt, ich glaube, daher ist es das menschliche Miteinander und sprachliche Barrieren. Da gibt es mittlerweile auch immer Lösungen. Und ja. Was unterscheidet euch von der Konkurrenz, wenn man es überhaupt Konkurrenz nennen kann? Ja. Ich glaube, was in Konkurrenz ist, natürlich auch 24-Stunden-Betreuung, weil mit Pflegediensten arbeiten wir sehr eng zusammen. Mhm. Das geht oft Hand in Hand, von der medizinischen Versorgung durch den Pflegedienst und dann die Betreuung durch uns. Und was unterscheidet uns? Ich glaube, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, das ist das Thema, wir kümmern uns. Ja. Wir kümmern uns, wenn es gut läuft. Mhm. Wir kümmern uns aber auch während des ganzen Prozesses, dass unsere Kundenbetreuer bzw. Patientenbetreuer auch mit den Kunden in Kontakt sind, wenn es mal nicht läuft, das auszutauschen oder ist man krank. Ja. Und da hat man einfach das Gefühl, dass man eine gute Ansprechpartner auch vor Ort hat. Also die Kollegen sitzen auch hier vor Ort in einzelnen Orten und schauen auch mal schnell vorbei, wenn was sein sollte. Auch diese individuelle Betreuung im Endeffekt bei euch, ne, die man da bekommt. Das stimmt auch, ja. Weil ich glaube, die Krankheitsbilder im Alter sind immer verschieden. Ja? Der eine ist dement und da ist es schon praktisch, wenn man ein bisschen Vorkenntnis hat oder eigentlich fast zwingend, um das irgendwie abzufedern und auch zu verstehen, wie Menschen sind und darauf einzugehen. Manchmal auch Pflege für zwei Personen, das muss auch jemand stemmen können oder auch mal mit zu heben oder zu begleiten, dass man dann entsprechend auch ausgebildet ist und
die einzelnen Kniffe kennen. Sound der Weltstadt, 12.43 Uhr. Heute bei uns zu Gast bei Chef on Air, Barbara Dabrowska und Dr. Steffen Behler, Geschäftsführer und Inhaber von der Firma WeCare. Sie vermitteln 24 Stunden Pflegekräfte für pflegebedürftige Menschen. Ein wichtiges Thema, was auch Dauergast ist im Endeffekt, weil überall gibt es alte und kranke Menschen auf dieser Erde, die Bedarf haben. Und viele stellen sich aber natürlich auch die Frage, gerade bei so einer 24-Stunden-Pflege, was kommen da eigentlich für Kosten auf uns zu und gibt es dafür auch eine finanzielle Unterstützung, Barbara? Also, die 24-Stunden-Pflegekosten in der Regel kosten ab 2.450 bis 3.200 Euro. Mhm. Und es ist abhängig von vielen Faktoren, wie die Deutschkenntnisse von der Betreuungskraft sein sollen oder welche Qualifikation soll sie mitbringen und vielleicht Berufserfahrung, ob der Patient ist jetzt bettlägerig oder dement oder wie viele Personen sind zu Hause. Das sind alle Faktoren, die abhängig sind, wie viel kostet das im Monat. Mhm. Auf jeden Fall, die Kosten kann man abhängig von dem Pflegegrad machen. Mhm. Ja? Also man konnte 500 bis 1000 Euro reduzieren und auch das zum Beispiel 20% der Kosten für die Pflegekraft bis maximal 4.000 Euro jährlich steuerlich gemacht werden können. Also man konnte das auch absetzen. Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Pflegegrade, Pflegestufe 1, 2, 3. In meiner Zeit gab es die 1, 2, 3. Mittlerweile ist das ja noch vielfältiger. 1 bis 5. Und dann gibt es ja noch, wenn es demente Menschen sind, gibt es ja auch noch mal eine finanzielle Unterstützung. Also da ist ja heutzutage auch, sag ich mal, relativ viel möglich. Wie sieht's denn aus? Wie beurteilen denn Kunden eure Dienste? Gibt es da Referenzen oder Kundenbewertungen? Das möchten Kunden natürlich auch immer wissen. Das stimmt allerdings. Ja. In der Regel haben wir sehr viele zufriedene Kunden. Das spiegelt sich auch wieder auf der Internetseite, wo auch Bewertungen drauf sind, beziehungsweise auch unter Google. Die sind einfach neutral. Sicherlich gibt es mal einen oder anderen, der es eben nicht so gut fand. Ja, aber in der Regel haben wir eine Zufriedenheit von 80-90%. Sehr und das gut. finden wir relativ hoch. Ja. Und ist bei Google oder auf der Internetseite oder bei Partnern, wo man es auch finden kann. Und wo findet man euch, wenn jetzt der Hörer sagt, okay, cool, wie kann ich vielleicht über euch ein bisschen mehr rausbekommen? Wo findet man euch? Am besten auf unserer Webseite www.wecare24.de. WeCare geschrieben mit WI, damals von Wiesbaden, kleines Wortspiel. Ja. Also wecare24.de. Mhm. Und dort haben wir auch einzelne Standorte, Betreuung und Kundenbetreuer. Und man kann sich da melden, wo man möchte. Mhm. Gerne natürlich auch in der Zentrale in Wiesbaden, da wird man auch mal herzlich empfangen. Mhm. Und jetzt sind wir ja schon wieder am Ende unserer Stunde. Das geht bei uns immer ruckzuck, wie ihr vielleicht merkt. Und wir geben immer unserem Chef on Air die Möglichkeit, einfach nochmal auch zu grüßen. Zu grüßen, vielleicht fällt euch jemand ein, wo ihr sagt, ach, das liegt mir am Herzen, jetzt hier nochmal vielleicht Danke zu sagen oder einfach Grüße rauszuhauen oder jemanden, der euch unterstützt. Also da könnt ihr euch total frei fühlen, wer wen grüßen möchte. Wir hatten sogar Chef von Erst, fand ich auch mal süß, die haben ihr Haustier gegrüßt. Das gibt's alles bei uns. Klar. Also ich sage zuerst Entschuldigung. Ich grüße auf jeden Fall unsere Familie, die wir betreuen. Mhm. Wenn die uns zuhören, dann würden die sich bestimmt sehr darüber freuen. Mhm. Seit 12 Jahren begleiten wir ganz fleißig die Familien im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Und vor allem, ich grüße unsere Mitarbeiter. Sehr gut. Wir sind so 8 im Team. Mhm. Und ja, wir sind sehr stolz, die dabei zu haben und mit denen unseren Erfolg weiterzuführen. Mhm. Hat Steffen, du hast auch noch was auf dem Herzen? Na, natürlich grüßen wir auch unsere Betreuungskräfte, die für uns tätig sind. Mhm. Ich glaube, die eine oder andere hört vielleicht auch heute zu. Ja? Mhm. Das war schon ganz spannend, mal da reinzuhören. Mhm. Unsere Kunden, unsere Pflegekräfte, unsere Mitarbeiter und ja, alle, die uns kennen. Ja? Dann? Vielleicht deine Frau noch. Also Katrin, wenn du uns zuhörst, jetzt oder nachher, wir grüßen dich.
Dann bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt, ja, in diesen Teil auch der Pflegebranche, die 24-Stunden-Betreuung für Pflegebedürftige. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt bei uns. Ja? Ja, also ich muss sagen, ich will bleiben. Dann hängen wir noch eine Stunde dran, okay? Danke, heute bei uns zu Gast gewesen bei Chef on Air, Barbara Dabrowska und Dr. Steffen Behler, Geschäftsführer und Inhaber von WeCare.